Einstein wird Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X. Das hätte jetzt sehr schnell müssen gehen. Ich kann kurz zusammenfassen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sie sieht, wie Delfine jagen. Und tatsächlich, schau. Ganz nahe dran an den Delfinen und auch an Forschungsteams aus der Schweiz. Das ist ein kleines Stückchen Haut und Fett, aber für uns hat das unendlich Potenzial. Die Schweiz ist bei der weltweiten Delfinforschung ganz vorne mit dabei. Wie ist das gekommen, wo wir doch nicht einmal ein Meer haben? Was macht die Faszination von diesen Tieren aus? Das war eine Lifetime-Experience, absolut. Unglaublich. Die Forschenden haben noch so viele offene Fragen. Wir suchen Delfine, die Werkzeuge benutzen. Und das ist die einzige Population hier in der Welt, wo wirklich Delfine Schwämme als Werkzeuge benutzen. Oh, hier, yeah. Das ist der Lied. Oh yeah, that's right. Tauchen wir also ab. Für magische Begegnungen zwischen Tier und Mensch. Aber auch für Bilder, die zeigen, dass Delfine unbedingt Schutz brauchen. Hier spielt die Forschung eine zentrale Rolle. Je mehr dass man weiß, desto mehr kann man auch irgendwie helfen und sie schützen auch. El Guna, eine Ferienoase am Roten Meer. Jahr für Jahr das Ziel von 10'000 Reiselustigen. Vor allem auch wegen ihnen. Es geht mir genau gleich. El Guna ist eine komplett auf dem Reisbrett geplante Stadt. Vor 35 Jahren wie eine Fata Morgana aus dem Wüstensand auftaucht und es wird bis heute weiter daran gebaut. Morgen um 7 Uhr. Ich mache mich für den ersten Tauchgang zu den Delfinen parat. Zusammen mit ihr, der Delfinforscherin Angela Ziltener. Wir gehen so über. Ja. Du siehst den Leuchtturm. Ja, genau. Dort werden wir checken, ob Delfine dort sind. Nachher gehen wir entlang vom Riff. Ja. Und nachher gehen wir zum nächsten Riff. Okay. Ja. Und hoffen, dass wir am Morgen den Treffpunkt verwischen, wo alle zusammenkommen. Hier ist der Treffpunkt und sie sind tatsächlich rum. Darum Flossen ready machen. D'Angela macht das hier schon 15 Jahre, ist mit jedem Delfin per Du. Okay. Ready sideways. Both hands in one side. 1, 2, 3. Very good. My camera. Perfect. Thank you. Es geht nicht lang. Und dann kommt's. Indopazifische grosse Tümmler. Sie scheinen neugierig und verspielt. Immer wieder suchen sie die Nähe zu uns. D'Angela hebt ständig drauf. Dank solchen Aufnahmen hat sie mittlerweile über 350 einzelne Tiere identifiziert und kann so ihr Verhalten studieren. Ich wollte schon immer mehr wissen über die Tiere. Und es ist halt immer noch eine grosse Frage, wie die überhaupt in der Wildnis leben und vor allem eben unter Wasser, was eben dort abgeht. Und was bei den Delfinen abgeht, das wird Angela und mich später bei einem der Tauchgänge noch richtig flashen. Shark Bay. Sie heißt nicht umsonst so.
Neben den vielen Haien lebt hier auch eine der größten und spannendsten Delfinpopulationen der Welt. Shark Bay ist ein Naturparadies für zahllose Tiere am und im Wasser, auf einer Fläche halb so groß wie die Schweiz. Seit 40 Jahren erforscht die Uni Zürich hier Delfinverhalten. Ihre Resultate sorgen oft für Furore. Die Delfine von Shark Bay sind so einzigartig wie ihr Lebensraum. Sie haben ganz besondere Fähigkeiten und Talente. Verhalten, die keine anderen Tümmler zeigen. Wir suchen Delfine, die Werkzeuge benutzen. Und das ist die einzige Population hier in der Welt, wo wirklich Delfine Schwämme als Werkzeuge benutzen. Und das ist natürlich für uns als Delfinforscher eine wunderbare Zeit. Siehst du das, Simon? Wie zutraulich? Cool. Weil natürlich ist es erstmal unwahrscheinlich, dass Delfine Werkzeuge benutzen. Die haben keine Hände wie wir Primaten. Das heißt, die haben diese Flossen hier vorne. Die können die natürlich nicht als Hände benutzen. Und, look. Schau mal. Mutter und Kalb. Schön. Hat sie einen Schwamm? Ich bin jetzt gerade ganz nah am Boot hier. Sehr freundliche Tiere. Coming up. Sie kommen hoch, kein Schwamm. Das ist Jin mit ihrem Kalb. Die haben die Schwämme, diese Marienschwämme auf ihrer Schnauze, auf ihrem Rostrum vorne. Und dann gehen die runter und gründeln damit im Boden. Und die können dann Fische aufscheuchen, die sich im Boden verstecken. Und dann wird der Schwamm fallen gelassen. Das ist zumindest das, was wir denken, was passiert. Und dann jagen die den Fischen hinterher, nehmen die Fische, fressen die Fische, nehmen ihren Schwamm wieder und kommen damit zur Oberfläche. Es braucht Teamwork, um diese speziellen Tiere zu finden. Und Glück. Denn von den rund 3000 Delfinen in Shark Bay haben sich nur wenige dieses Verhalten angeeignet. Another tail dive. She's a sponge. Yeah. Okay, perfect. 1 o'clock, 2 o'clock. Die clevere Jagdtechnik ist ein Beleg für Intelligenz. Weshalb gewisse Delfine damit begonnen haben, ist unklar. Fest steht, es gibt ihnen Optionen bei der Futtersuche. Mit einer anderen Erkenntnis zum sogenannten Sponging sorgten die Delfinexperten aus Zürich schon vor vielen Jahren international für Schlagzeilen. Ich habe da festgestellt, dass alle Tiere, die diese Werkzeuge benutzen, von der gleichen maternalen Linie sind. Und natürlich denkt man dann sofort, ist das Zufall oder ist da vielleicht ein Muster dahinter? Wir haben dann einige Analysen laufen gelassen und es war klar, es ist kein Zufall. Also diese Tiere, die die Werkzeuge benutzen, sind alle von der gleichen maternalen Linie. Also das zeigt, dass das Verhalten wirklich von den Müttern an die Nachkommen weitergegeben wird. Hauptsächlich an die weiblichen Nachkommen. Und das ist natürlich auch sehr ähnlich, was wir bei uns Menschen sehen, dass viele Verhaltensweisen, das kann Werkzeuggebrauch, aber das können auch ganz andere Sachen sein, dass die kulturell weitergegeben werden. Plötzlich ist Scott da, einer der raren Delfinbullen, die ebenfalls mit Schwämmen auf Beutejagd gehen. Als wollte er den Forschern sein Talent beweisen, taucht er ab und kommt mit einem dicken Fisch im Maul wieder hoch. Good Dolphin. Good Dolphin. Das Jagdglück eines Spongers. Eine Premiere. Das haben selbst die Forschenden mit jahrzehntelanger Shark Bay-Erfahrung noch nie beobachten können. Sie sind am Aufwachen, eindeutig. Wie merkt man denn den Unterschied, ob sie jetzt noch schlafen oder? Sie werden, also sie sind, sie kommen, also du siehst, sie sind viel aktiv, also du merkst es, wenn sie dann aktiv auf dich zukommen, dich abchecken. Und ein Auge ist zu, also je nachdem auf welcher Seite das du bist, siehst du natürlich dann sein der Auge, genau, wo zu ist. Weil sie mit der einen Hirnhälfte schlafen. Ja, genau. Ja. Schlafende Delfine, die wollen wir auch unter Wasser sehen. Du weißt überall, he? Mit deinem Equipment. Genau. Bodycheck muss sein. Jawohl. Jetzt machen wir das locker. Das braucht halt Zeit.
Hoffentlich sind sie nachher noch rum. So. Eins, zwei, drei. Weil auch wenn die Delfine schlafen, sie sind schnell im Wasser. Sicher schneller als der Hobbyflösseler Müller. Prächtige Korallenriffe. Unzählige Fischarten. Und dann Delfine. Mütter zusammen mit ihren Kälbern. Alle eng aneinander. Typisch, wenn sie schlafen. Die einen schlafen, die anderen checken uns aus. Der oben rechts hat ein Auge zu. Er schläft. Delfine lassen immer nur eine Hälfte ihres Gehirns schlafen. Die andere bleibt wach, damit der Delfin weiter atmen und auf Gefahren achten kann. Delfine schließen nur ein Auge, wenn sie schlafen. Das linke Auge, wenn die rechte Gehirnhälfte schläft und umgekehrt. Die wache Seite ist immer dem offenen Meer zugewandt. Sie wechseln in regelmäßigen Abständen zwischen den beiden Gehirnhälften, damit sie die nötige Ruhe haben, ohne das Bewusstsein zu verlieren. Würden Delfine, wie wir, in einen Tiefschlaf fallen, würden sie aufhören zu atmen und ersticken oder ertrinken. Deshalb tauchen Delfine auch während des Schlafs alle paar Minuten wieder auf. Das ist gerade eine ganz andere Welt, jetzt, wo wir wieder oben sind. Ja. Ist richtig etwas los? Ja, voll. Ja, wobei, es geht jetzt noch. Das sind eigentlich jetzt nur drei Boote da. Ja. Es könnte anders aussehen. Also könnte noch viel mehr haben. Ja, ja. Ja. Es kann Rekordzeiten über, also über 30, 40. Aber das ist halt auch die Realität. Also Natur und Tourismus, ja, müssen ist, zwingend zusammen funktionieren. Genau. Weil die ganze Region lebt von den Touristen. Und die wollen Flipper-Feeling. Für das warten sie nicht immer wie hier, bis Delfin freiwillig kommen. Neben ihrer Forschung kämpft Angela Ziltener mit ihrer Organisation Dolphin Watch Alliance seit Jahren für mehr Schutz. Sie ist überzeugt, dass Tourismus und Naturschutz zusammen funktionieren können, wenn die Regeln eingehalten werden. Das könnte das Delfin-Tourboot sein, da vorne. Da haben wir jetzt ein Touristenboot. Ja. Und, die sind am Tauchen oder auch? Ja, am Schnorcheln. Also, was auffällig ist, normalerweise sind ja die Boote schön angemacht und man kann am Riff schön entlang schnorcheln. Ja. Und jetzt, was auffällig ist, sind die Zodiacs sind ziemlich aktiv unterwegs. Und das genau das machen, was sie nicht sollten, nämlich den Delfin hinten anjagen. Ja, genau. Die Boote sind viel zu nah jetzt, also Code of Conduct, nicht wirklich eingehalten. Funktionieren nicht. Ja. Sag noch geschwind etwas zu dem Code of Conduct. Der Code of Conduct ist dafür da, dass wir eben auch die Tiere, die jetzt hier kommen zum Schlafen, wirklich in Ruhe gelassen werden. In dem Sinn, dass beide davon profitieren können. Also Delfine werden eigentlich ungestört sein gelassen, aber die Touristen können gleich Delfine geniessen. Und das geht. Wenn man eben sich jetzt zum Beispiel in dieser Zeit, wir sagen jetzt zum Beispiel zwischen 9 und 12 Uhr, nicht näher als 200 Meter wegbleiben von den Delfinen, weil das ist die Hauptschlafzeit. Ja. Also das heisst, dass man dann halt wartet, parken am Riff. Jetzt sieht aber man schön, ja, das ist, nein, da ist jetzt gar nichts. Ja, wir werden gerade schön auf Delfin aufgeladen. Das ist ja Weg abgeschnitten, das ist jetzt komplett der Weg abgeschnitten. Oh, und jetzt da reingesprungen, oder? Eigentlich reingleiten, das geht gar nicht. Wie gross ist der Frust, wenn du das siehst? Weil du jetzt seit Jahren probierst, den Code of Conduct durchzusetzen. Und jetzt siehst du wieder Szenen, als würde er gar nicht existieren. Ja, es ist einfach die Ignoranz oder auch nicht wissen. Und dann ist es eigentlich etwas anderes, wenn man weiss, okay, jetzt tut man die wieder neu halt, informieren, Workshops machen, Seminare. Und natürlich auch
Eine Art Limitierung wäre natürlich auch gut. Es kann nicht sein, dass es 80 bis 90 Delfintour-Anbieter gibt. Ja. Weil das ist einfach zu viel. Ja, dass man wirklich auch, und die funkeln so wahrscheinlich alle miteinander. Oder? Das lizenziert. Ist ein bisschen wie auf der Safari. Und dann nachher, ja, richtig, da sind Delfine. Und dann ja, kann man sie etwa vergleichen. Ja. Fütteln und später Touranbieter aufklären. Während Corona sind viele Konkurse gegangen. Jetzt kommen neue. Und die kennen die Regeln noch nicht. In Shark Bay sind Delfine nicht nur für Forschende ein Magnet. Zum Touristenresort Monkey Maya pilgern jährlich Tausende aus aller Welt. Hier seit Jahrzehnten die große Attraktion: tägliche Handfütterungen der wildlebenden Delfine direkt am Strand. Hier in Monkey Maya wird das sehr gut gemacht, das ist sehr stark reguliert. Die Tiere werden nicht überfüttert und wissenschaftliche Daten zeigen auch, dass es den Tieren gut geht. Sie haben die gleiche Lebensspanne wie andere Tiere, die halt nicht gefüttert werden. Die verlieren ihre Kälber nicht mehr oder weniger. Also von daher, das ist hier, wird hier sehr, sehr gut gemacht in Monkey Maya. Thanks very much, guys. Enjoy the rest of your day. Cool, let's go. Wir fahren Richtung Norden. Unser Ziel? Die legendären Seegraswiesen von Shark Bay. Die größten weltweit. Wo es Seegras gibt, oh God, look at this. I love it. Sind sie nicht weit. Seekühe. Oh, another one over there. Große, einfältige Meereskuh. Nein, komm jetzt, die sind süß. Sorry, Dugong. Wissenschaftlicher Name Dugong Dugong. Hier in Shark Bay haben wir die größte Population der Welt. Wahrscheinlich wegen dem vielen Seegras. Die Basis für dieses Ökosystem. Doch der einzigartige Lebensraum der Seekühe und unzähliger anderer Tierarten ist massiv bedroht. Grund ist der fortschreitende Klimawandel. Die grünen Pflanzenteppiche sind äußerst wichtig für das ganze Ökosystem. Zwischen den Grasbüscheln wachsen viele Fische heran und machen so das Seegras zum Jagdrevier für Delfine und andere Raubfische. La Niña heizte den Seegraswiesen 2011 so richtig ein. Was zeigte, wie verletzlich das Paradies ist. Damals wurde die Küste von einer gewaltigen Hitzewelle getroffen. In nur ein paar Wochen erwärmte sich das Wasser um bis zu 4 Grad. Mehr als ein Drittel der Seegraswiesen starb ab. Die Folgen waren dramatisch, auch für die Delfine. Wir konnten dank unserer Langzeitdaten zeigen, dass die Hitzewelle von 2011 umgehend intensiven Einfluss auf die Überlebens- und Fortpflanzungsraten der Delfine hatte. Es wurden also sofort weniger Kälber geboren nach dieser Hitzewelle. Es brauchte 7 oder 8 Jahre, bis sich die Delfine davon zu erholen begannen. Das Ganze ist kein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft, denn wir wissen aus zahlreichen Studien, dass Extremwetterereignisse weiter zunehmen und noch intensiver werden. Seit 3 Jahrzehnten ist Shark Bay Weltkulturerbe. Wegen der biologischen Vielfalt, der faszinierenden Ökologie und natürlich auch wegen ihrer unfassbaren Schönheit. Eigentlich unvorstellbar, dass Shark Bay eines Tages zugrunde gehen könnte. Aber die Bedrohung ist real. Am Klimawandel kommt die Delfinforschung nicht mehr vorbei. Dass sich die aktuellen Projekte der Uni Zürich mit den Auswirkungen auf die Delfinpopulation beschäftigen, liegt auf der Hand. Mehr als 1000 Delfine können die Forschenden aufgrund ihrer Finnen identifizieren und unterscheiden. Dank ihrer Langzeitdaten spielt die Uni Zürich in der Champions League. 4 Monate im Jahr forschen gut ein Dutzend Studierende in Shark Bay. Ein Traumjob, aber kein Ferienlager. Sie müssen und wollen liefern. Das machen sie oft bis tief in die Nacht.
Am nächsten Morgen. Eines der Teams ist unterwegs nach Gishino. An diesem Küstenabschnitt hatte die Hitzewelle 2011 besonders gewütet. Wie stark hat sich der geschundene Lebensraum der Delfine seither verändert? Das versuchen sie mit modernen Methoden herauszufinden. Über Wasserproben holt sich Manuela Bizzozzero das gesamte Leben im Ozean zu sich an Bord. Das Zauberwort heißt Umwelt-DNA. Das Klima verändert ja das Habitat, oder? Und wir können nicht wissen, was sich verändert, wenn wir nicht mal zuerst messen, was überhaupt im Habitat ist. Und jetzt mit der eDNA ist das eine neue Lösung, um die ganze Fischbiodiversität an einer Location gerade zu erfassen. Für die Bestimmung der Fischarten reichen schon kleine Mengen Meerwasser. Das ist der sterilste Teil, den wir haben. Das sollte auch unter allen Umständen wirklich steril bleiben. Wir möchten ja möglichst vor allem die Fische genau von dieser Location da finden. Und das ist mit Wasser am besten. Die Umwelt-DNA wird aus der mittleren Wasserschicht in etwa 2,5 Metern Tiefe gesammelt. Die bisherigen Proben zeigen, im Seegras leben viel mehr Fische und auch andere Arten als über Sand. Ein erneutes Absterben der Seegraswiesen könnte Beutejäger wie Delfine zwingen, woanders zu jagen. Den ganzen Ozean auf einem Stück Filterpapier. Früher hätten Forschende die Fische fangen oder das Gebiet Tage, wenn nicht wochenlang, mit visuellen oder akustischen Methoden absuchen müssen. Und so geht Biomonitoring heute. Die neuen Möglichkeiten zur Bestimmung der Artenvielfalt findet Manuela Bizzozzero absolut faszinierend. Ich finde eigentlich einfach das so cool, dass man so ein übergreifendes Bild kann generieren mit so etwas eigentlich Munzigem. Also es ist wie eine Art Remote, es ist wie Satellitendaten auf eine Art, aber für Biodiversität. Ich habe bis jetzt analysiert halt erst eigentlich vor einem Jahr. Aber was man dort zum Beispiel klar sieht, ist, dass im Seegras und im Sand hat es halt eine andere Biodiversität, also es hat andere Fische. Und von dem her, wenn natürlich Seegras abstirbt und das dort Sand wird, dann werden dort auch andere Fische sein und es wird sich verändern. Der Klimawandel setzt Shark Bay gewaltig zu. Das lässt sich selbst im schönsten Freiluftlabor der Welt nicht kleinreden. Selguna verwischen wir ein paar Delfine in flagranti. Aha, da ist gewisse Aktivität. Also die sind sexuell aktiv gewesen, die zwei vorher, also das dritte eigentlich. Ja, genau. Und die andere hat dann dort hinten auch, wie man so ja schön sieht. Weißer Bauch, pinkig manchmal, ist ein rosarot vom Reiben. Auf den Rücken drehen? Ist das, ja, das Weibchen, das sich auf den Rücken dreht? Nein, es ist ein Männchen. Ist ein Männchen? Weil es sollen ja auch Männchen-Männchen-Paare. Also vor allem Teenagers untereinander haben oft miteinander sexuelle Interaktionen. Genau, aber das ist dann einfach so ein bisschen auf spielerische Art. Ja, so ein bisschen, genau. Ja, ja, und dann die älteren Bullen dann, wenn sie wirklich das Bonding haben, haben wir festgestellt, also haben wir das nie mehr beobachtet. Das ist eigentlich wirklich so ein bisschen in dieser Jugendphase. In der ja Jugendphase, wo halt so spielerisch ja das ausprobiert wird. Hm. Also so ein bisschen die eigene Sexualität. Also, ja, manchmal sind gar keine Weibchen vor Ort. Ja. Nur Bullen. Vor, jetzt kommen sie schön da zu uns an. Aber jetzt sehen sie recht ruhig aus. Ja. Oh ja, die kommen frontal zu uns. Hier. Wow, schau, Belly ab. Hey, sie sind alle da vor dem Boot. Dann wollen wir noch mal rein. Ja, das können wir ja machen. Oder? Ja. Jetzt probieren wir mal. Wir gehen noch mal rein, wenn es gerade so schön bleibt. Perfekt. Vielleicht sehen wir dann mehr noch. Massimo, we go in the water. Massimo, wir gehen noch mal rein. Vielleicht sehen wir das Paarungs- und Spielverhalten auch unter Wasser. So. Schon wieder ins Wasser. Ja, unser Tauchfilmer Massimo Verde hat einen strengen Job. Er muss nicht nur bei etlichen Tauchgängen mit der Pace von der Angela mitheben,
sondern soll auch immer noch einfangen, wenn die Delfin wieder einmal um mich herumtänzelt. Ich hätte nie gedacht, dass die so neugierig sind und so nahe kommen. Das Sozialverhalten der Delfin ist unserem extrem ähnlich. Die Weibli und ihre Jungen sind immer Teil einer grösseren Bezugsgruppe. Aber es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Man trifft sich mal mit den einen, dann wieder mit den anderen. Kommuniziert wird per Pfeifen, Klicken und anderen Laut. Und ich höre es unter Wasser ständig. Die einzige Konstante in der lockeren Delfin-Kommune: Männerfreundschaften. Bullen haben dann häufig nur eins im Sinn, nämlich die Ladies. Und da sind es keine Gentlemen. Paarung ist häufig grob und rabiat. Grob und rabiat können es auch werden, wenn sie finden, jetzt ist jemand zu nahe. Unser Kameramann erlebt es. Ich bin über dir und habe gesehen, dass sie dich attackiert haben. Was ist da los? Ich denke, die Männchen versuchten mich zu warnen. Ich soll weg von den Babys bleiben. Da waren viele Mütter mit Kälbern. Und dann drehte einer um. Er schaute mich an und stoppte vor mir. Er riss das Maul auf. Ich konnte es hören, als das Maul zuschnappte. Den Biss. Ich konnte seine Zähne sehen. Das war, um mich zu warnen, um Stopp zu sagen. Delfine schützen einander. Und beim Tauchen fällt mir immer wieder auf, wie zärtlich sie sind. Sie berühren sich ständig. Das stärkt ihre Bindungen, unabhängig vom Geschlecht. Was auch augenfällig ist, es hat sehr viele Babys. Der Grund könnte sein, die touristenfreie Pandemiezeit. Kannst du denn schon etwas sagen zu diesen Corona-Babys? Also, ob es tatsächlich mehr Junge gegeben hat, die die Delfine Ruhe hatten? Wir haben einfach extrem viele Junge dokumentiert in dieser Zeit. Und jetzt müssen wir natürlich auch schauen, haben die alle auch überlebt. Die Sterberate ist relativ hoch, aber überall weltweit. Also, da müssen wir wirklich auch in alte Daten hineingehen und dann wirklich vergleichen, dass wir dann wirklich ein Gesamtbild haben. Wenn jetzt rauskommt, dass es tatsächlich während dieser Zeit mehr Junge gegeben hat, müsstest du dann deine Meinung, dass Tourismus und Delfinschutz miteinander funktionieren, vielleicht noch mal überdenken? Wenn es die höher ist, kann man wirklich sagen, es ist so wichtig, dass man es eben reguliert und dass der Code of Conduct umgesetzt wird, und zwar wirklich überall in diesen Schlafplätzen, dass man eben die Guides und die Captains ausbildet, und zwar alle. Und das wäre eigentlich das Resultat von dem, das bestätigt eigentlich nochmal einen Faktor, wie wichtig das eben nachhaltige Delfintourismus jetzt in dem Sinn ist. Belegen lässt sich der Babyboom in Ägypten noch nicht. Beobachtungen sind zentral, aber entscheidend sind die Langzeitdaten. Genau die machen die Delfinforschung so spannend. In Australien ist Winter. Das bedeutet oft starke Winde und hoher Wellengang. 3 Tage war im Forschungscamp in Monkey Mia nur Büro- und Laborarbeit möglich. Doch für heute sehen die Wetterprognosen gut aus. Endlich können die Teams wieder raus aufs Meer. Delfinbeobachtungen, sogenannte Surveys, laufen nach strengem Protokoll. Ein Sichtungsintervall dauert exakt 5 Minuten. Welches Tier, wer mit wem, was sie tun, Koordinaten. Jedes noch so kleine Detail wird notiert. In der Datenbank sind die Tiere nur als Codes gespeichert. Auf dem Meer haben sie Namen, geht einfacher. Plötzlich tauchen Delfinbullen auf. Das Hauptziel meiner Doktorarbeit ist es, die Veränderung der Population nach Umweltereignissen wie Hitzewellen zu verfolgen. Wie ist der Trend? Nimmt die Population ab oder nimmt sie zu?
Ein wichtiger Aspekt dafür ist ihr Verhalten, gerade nach solchen großen Ereignissen, die wir hier hatten. Wer überlebt das nächste Jahr? Und wie viele Kälber kommen jährlich auf die Welt? Es sind total 6. Ist ein Weibchen dabei? Wohl kaum, oder? Also ich sehe nur 6 Männchen. Smokey, Cookie, Urchin. Urchin, Cookie und Smokey. Dann sind das die Redcliffe Rascals. Das ist die eine Allianz. Und dann haben wir die anderen 3. Ridges ist da? Oder ist das Rhombus? Das könnte Rhombus sein, aber dann frage ich mich, wo Helix ist. Dann haben wir nun also 7 Tiere. Ja, da hat es noch ein anderes. Wir müssen noch das Tier erwischen, das zwischen den 2 Männchen ist. 2 Gangs mit je 3 Bullen, die offenbar einem Weibchen nachstellen. Momente, für die ein Forscherherz brennt. Da kommt Cookie jetzt. Urgent? Da drüben ist Rhombus? Ja, das ist Rhombus. Und Helix? Prima Donnas nennen sie die 3 Bullen unten. Die 3 oben heißen Redcliffe Rascals, die Raufbolde. Ihr Ruf der harten Jungs bestätigt sich. Sie haben das Weibchen Rhombus dabei. Oder eher in Gewahrsam. So läuft das unter Delfinen. Wir haben hier eine Allianz von männlichen Delfinen und die haben ein Weibchen zusammen. Und die Idee halt für diese Allianzen ist, dass die zusammenarbeiten die ganze Zeit und dann dementsprechend halt das Weibchen von der großen Gruppe abtrennen und sich mit dem Weibchen verpaaren. Und für evolutionäre Biologen ist das ein ganz ungewöhnliches Verhalten. Das Weibchen wird geteilt, aber nur einer kann der Vater sein. Und durch die Genetikanalysen, also durch das Biopsie-Sample, was wir machen, wollen wir halt herausfinden, wer von diesen 3 Männchen dann wirklich auch der Vater von diesem Kalb ist, das wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann geboren wird. Die Allianzen halten ein Leben lang. Oft bekämpfen sich 2 Gangs, um an ein Weibchen zu kommen. Hier spannen sie zusammen. Das muss aufs Datenblatt. Wir möchten verfolgen, welche Männchen sich mit welchen Weibchen paaren. Wir bekommen so eine Idee, welche Männchen am erfolgreichsten sind. Das ist wirklich wichtig, denn wir müssen wissen, welche Tiere und Generationen es ins nächste Jahr schaffen und wer seine Gene weitergibt. Das Sozialverhalten, gerade zu Beginn der Paarungszeit, ist sehr wichtig für uns. Doch etwas stimmt hier nicht. Die Bullen sollten sich überhaupt nicht für dieses Weibchen interessieren. Rhombus hat nämlich ein Kalb, das sie immer noch säugt und wäre deshalb noch gar nicht paarungsbereit. Doch von der kleinen Helix keine Spur. Das verheißt nichts Gutes. Wenn wir ein Kalb vermissen, zeigt sich der Nachteil, dass wir ihnen Namen geben. Man geht so eine Art Verbindung ein. Es ist traurig, wenn es passiert, aber ich finde es wichtig, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Helix mag nicht da sein, aber hoffentlich schwimmt sie irgendwo draußen rum und hat sich bloß etwas abgesetzt. Doch es sieht schon danach aus, dass sie nicht mehr da ist. Wo ist Helix? Die Crew zieht ihre Kreise durch die Bucht. Doch das Delfinmädchen bleibt unauffindbar. Am späten Nachmittag geben sie auf. Zurück in Monkey Maya. Nach der Arbeit das Vergnügen? Von wegen. Alle Sichtungen und deren Koordinaten müssen noch heute in die Datenbank. Delfinforschung ist Teamwork, auch an Land. Doch die Stimmung ist gedrückt. Die Frage, was mit dem Delfinkalb passiert ist, beschäftigt sie. Wir haben nachgeschaut, wann wir Rhombus zuletzt mit ihrem Kalb gesehen haben. Das war am 13. August, also vor 6 Tagen. Da war es am Leben. Wir sehen auf diesem Bild eine Art Beule und den etwas eingedrückten Kopf. Das ist ein Anzeichen dafür, dass das Tier nicht gut gesäugt war und wohl auch nicht gesund. Es könnte also sein, dass es da schon am Eingehen war. Leider haben wir nur ein kleines Zeitfenster, um den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Die Kälbersterblichkeit ist ziemlich hoch in Shark Bay. Wenn sie es am Anfang schaffen, schaffen sie es meistens noch ein wenig weiter. Die kleine Helix leider nicht. Es sind keine schönen Momente, wenn ein Delfin verloren geht. Das geht nahe. Aber es gehört dazu.
Für die Crew der Uni Zürich sind die Delfine von Shark Bay nicht einfach bloß Forschungsobjekte. Und das ist gut so. Das ist alles schon Delfingegend. Ah, okay. Ja, sie kommen zum Teil bis zum Riff. Also da ist wirklich Riff. Man sieht es jetzt einfach nicht. Ja. Aber wir sind umzingelt von Riff. Es kann also alles möglich sein. But the reefs are not good to see, yeah? Yes. Because of the sun. Ne? Yeah. Wenn du es mehr nicht kennst, dann kannst du Vollgas auf das Riff raufknallen. Yeah. Die Frau hat wahrscheinlich einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt. Angela Ziltener. Seit bald 15 Jahren Delfin-Forscherin und Schützerin an der ägyptischen Küste. Sie nimmt mich mit in ihre Welt. Oh. 350 Delfin hat sie mittlerweile dokumentiert. Und mit ihren extra überlangen Flossen schwimmt sie selber fast schon wie ein Delfin. Auf unseren Tauchgängen überrascht mich immer wieder, nicht wir gehen zu den Delfinen, sie kommen zu uns. Gewundrig wirkt es. Und vor allem Angela wird, das sieht man auf ihren Kamerabildern, manchmal richtig Teil der Gruppe. Wenn sie uns natürlich kennen und wirklich schon vertraut sind, also wenn das Vertrauen da ist und sie uns in die Gruppe einnehmen, also wirklich mit ihnen könnt mitgehen, in der Gruppe integriert sein, ist da wirklich ein riesengroßes Privileg, dass man da einen wirklich tieferen Einblick haben kann in die Geheimnisse, die sie uns zeigen. Ein bisschen später erlebe ich, was sie damit meint. Ich treffe auf einem Moga, einen riesigen Delfinbullen. Und plötzlich das. Er stellt sich einfach vor mir auf und schaut mich an. Es läuft mir kalt den Rücken ab. Das war eine Lifetime-Experience, absolut. Unglaublich. So nah. Und einfach so im Wasser ist er gestanden. Ja, die nehmen die ab. Da springen wir schnell rein und dann das, oder? Ja. Das ist unglaublich. Aber plötzlich geht es dem nicht mehr so gut. Nein, das ist wirklich ja, genau, im Wasser gestanden. Ja. Hat einen Moment lang, es ist wie wenn die Zeit stehen geblieben wäre. Einfach im Wasser geschwebt und so, dann habe ich gesehen, wenn er das Auge auf und wieder ein bisschen zu und plötzlich ist er wieder langsam weg. Aha. Unglaublicher Moment. Und hat er gewisselt? Hast du gesehen, sind so Blöterli gekommen? Ja, das kann man nicht mehr sehen. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Aber es war ein Wahnsinnsmoment. Ja, weil sie machen das. Also, das ist eben auch ein grosses Fragezeichen, wieso sie das machen. Also öfters einfach auch wie so eine Art Verbindung schaffen. Ja. Wie vertikal, wie wir eigentlich, oder? Wir sind ja auch manchmal vertikal. Und dann wirklich wie eine Art Interaktion und mit Whistle. Aber mit so einer Ruhe, das ist irgendwie... Aber das ist auch, wie du ruhig bist. Ja. Das kommt eben auch noch dazu. Es ist wirklich, wir tun viel auch, wie du ins Wasser gehst und wie du dich verhaltest, hat einen enormen Einfluss natürlich auch auf das Verhalten der Delfine. Ja. Und das wird wie gespiegelt. Kann man sagen, oder? Ja. Wenn du natürlich nervös und unruhe, dann wirst du sie auch nicht haben. Ja, aber wenn du auch entspannt und ruhig... Jetzt bin ich einfach auf der Wasseroberfläche gelegen und habe einfach das genossen. Ja. Ja. Delfin haben noch so viel Geheimnis. Aber das, was man schon über sie weiss, ist auch der Schweizer Delfinforschung am anderen Ende der Welt zu verdanken. Shark Bay,
Weltkulturerbe von atemberaubender Schönheit und Artenvielfalt. Das kristallklare Wasser bietet ideale Bedingungen, um Delfine zu erforschen. Den Geheimnissen dieser wunderbaren Tiere ist die Uni Zürich seit 40 Jahren auf der Spur. Als sie zum ersten Mal in Shark Bay forschten, waren diese beiden Herren noch junge Studenten. Heute ermöglichen sie Schweizer Delfinforschung der Weltklasse. Ist eigentlich meine zweite Heimat hier in Shark Bay. Ich bin seit fast ja 25 Jahren, komme ich jährlich hier in die Bucht, forsche an Delfinen seitdem. Und für mich ist es ein bisschen wie nach Hause kommen. Und unsere Projekte beschäftigen sich eigentlich so mit den Auswirkungen des Klimawandels und der Klimaveränderung auf marine Säugetiere, auf die Delfine. Und wir sind hier in Shark Bay in der wirklich absolut glücklichen Lage, das überhaupt machen zu können, weil wir die Tiere einfach so gut kennen und die wirklich so von der Wiege bis zur Bahre, wenn ich das so sagen kann, begleiten können. Doch die Delfine und ihr Lebensraum sind in Gefahr. 2011 geriet das Ökosystem völlig aus den Fugen. Die weltweit größten Seegraswiesen wurden durch eine marine Hitzewelle großflächig zerstört. Ein Extremereignis, das die Delfine heftig traf und zu weniger Fruchtbarkeit, weniger Geburten und mehr Todesfällen führte. Sie erholten sich erst nach 8 Jahren. Das bewies das Team aus Zürich aufgrund ihrer Langzeitdaten. Sie können mehr als 1000 Delfine individuell zuordnen und unterscheiden, weil sie ihre DNA haben. Und die holen sie sich mit einem eigens dafür entwickelten Luftgewehr. Gewebeproben sind für die Delfinforschung Gold wert. Und schon kommt sie angeschwommen, die Probe. Nice. Mit dem kleinen Stück Fett und Haut kann man einfach unendlich viel machen. Wenn man die Genetik anschaut, kann man schauen, wer ist mit wem verwandt, wie sind die Verwandtschaftsbeziehungen in dieser ganzen Population. Was für mich jetzt speziell wichtig ist, ist zu schauen, ob sie gewisse Gene haben, die ihnen helfen, mit ihrer Umwelt umzugehen. Salzgehalt, der hier eher hoch ist. Oder eben die Wassertemperatur, die am Anstiegen ist wegen dem Klimawandel. Schauen, ob es Gene gibt, die ihnen helfen, um mit dieser verändernden Umwelt umzugehen. Es ist wirklich ein kleines Stückchen Haut und Fett. Aber für uns hat das unendlich Potenzial. Darum ist es extrem cool und wichtig, dass wir das hier machen können. Svenja Marfurt ist die Einzige an Bord, die den Biopsiepfeil abschießen darf. Das macht sie nur bei optimaler Distanz und Trefferchance. Ich glaube, er ist ein bisschen überrascht gewesen, weil er ist halt das Boot auschecken und normalerweise kommt nichts vom Boot und das Mal ist halt etwas passiert und er hat etwas gespürt, aber es sieht viel, viel invasiver aus, weil es halt ein Rifle ist, also ein Gewehr. Aber es ist wie ein Zwick in die Haut. Und er ist einfach ein Delfin, der eh immer rumgumpt. Also das ist jetzt nicht ein, das überrascht uns nicht. Und er hat ja Finnen, wo schon ein Teil davon fehlt. Er hat ganz viele Haifischbisse auch auf seiner Seite. Das sind richtig grosse Wunden, die er schon verheilt hat. Also der Biopsie, das Löchli macht ihm gar nicht aus. Mit Waffen hatte die Doktorandin früher nie zu tun. Sie absolvierte eine strenge Ausbildung und trainierte lange nur auf Zielscheiben. Heute ist sie eine Spitzenschützin mit großem Respekt für ihre Aufgabe und die Tiere. Wie eine Boje treiben die Biopsiepfeile nach dem Treffer auf dem Wasser und müssen nur noch eingesammelt werden. Es gibt die Tiere und die anderen Tiere und die Tag und die anderen Tag. Heute haben wir mit dem Wetter Glück gehabt.
mit den Tieren Glück gehabt und das Team hat super zusammen geschafft, also wirklich extrem erfolgreich, also alles top. Ihre Proben nimmt Svenja Marfurt mit nach Zürich. Sie wird sie in ein paar Monaten im Labor analysieren können. Oh, Angela. Aufregung am Bord. Bei dieser Delfingruppe stimmt etwas nicht. Ein junger Delfin mit einer Fischerleine um die Schwanzflosse. Es ist der Latif. Das Seil plagt ihn schon länger. Es behindert ihn beim Jagen und macht ihn anfällig für Haiattacken und Infektionen. Und so ist es dann auch gekommen. Ein paar Wochen später ist er gestorben. Und auch über Wasser steuert ein grosses Delfin-Problem auf uns zu. Zwei Touriboote, die sich nicht an die Regeln halten. Schau, dort sind sie am Paaren und die fahren jetzt sozusagen dort rein. Seht ihr es? Dort. Ich kenne den Besitzer sehr gut von dem Boot. Kann man wieder sagen, es ist wieder ein Workshop notwendig. Genau, es hat irgendwie nicht so ja, und der andere sollte auch nicht rückwärts fahren. Der dreht da auch jetzt irgendwie ab. Weil ich filme das jetzt und schicke es gerade am Besitzer dann. Aber zumindest springen sie jetzt nicht einfach gerade so rein, Kopf überall. Schon mal etwas. Man muss sich auch an den kleinen Sachen freuen. Nicht aufgeben. Mhm. Angela Ziltener kämpft seit Jahren für nachhaltigen Delfintourismus und ist damit auch in der Lagunenstadt Delguna auf offene Ohren gestossen. Weil hier will man mit Nachhaltigkeit in allen Bereichen glänzen. Die Plakate sehen wir immer wieder zum Schutz der Delfin. Der Code of Conduct ist dem Effort von Angela zu verdanken. Delguna schreibt sich gross Nachhaltigkeit auf die Fahne. Ich meine, die Yachten sind jetzt nicht das beste Beispiel, aber hier sieht man eins, dass der Plastik nicht im Meer landet. Kann man hier seine Flaschen einwerfen und so den Punkt sammeln und die Preise bekommen. Elguna fördert diverse Umwelt- und auch Forschungsprojekte und bildet Leute aus. Am Campus Elguna hat es einen Ableger von der Technischen Uni Berlin und eine Maritime School. Dort unterrichtet Angela künftige Kapitäne. Das Wichtigste ist, es dürfen einfach nicht zu viele Boote bei den Delfinen sein. Ich weiß, die Kapitäne funken miteinander. Und dann sind es plötzlich 20 Boote. Die internationale Regel wären 3 Boote und die anderen müssten warten. Also ein Boot bleibt 20 Minuten, geht wieder und dann kommt das nächste. Das wären die idealen Bedingungen, um die Delfine nicht zu stören und zu stressen. Studenten nehmen die Inputs richtig ernst. Ich erfahre viele Dinge von Angela, die ich zuvor nicht wusste. Ich bin deshalb froh, dass sie zu uns angehenden Kapitänen kommt. Sie erklärt uns sehr gut, wie man den Lebensraum der Delfine beschützen kann. Und diese Informationen hatte bislang keiner von uns. Einige Leute und Kapitäne wissen nicht, was sie tun sollen. Wir müssen wissen, wie man es richtig macht. Angela gibt uns diese Informationen. Zum Beispiel, dass man den Delfinen immer parallel von der Seite folgen soll, also nicht von hinten oder von vorne. Und dass wir die Motoren abstellen oder uns nur im Leerlauf nähern. Es ist Nummer eins, ist einfach Bildung, Aufklärung, weil wenn man versteht und mehr weiß über etwas, fährt man das auch mehr an lieben und nachher auch schützen, weil es einfach einem am Herzen liegt. Vorher beim Austausch mit dem jungen Kapitän habe ich gemerkt, es liegt häufig nicht am Nicht-Wählen, sondern einfach am Nicht-Wissen. Darum ist die Ausbildung wertvoll auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Delfintourismus in Elguna.
Die Delfine von Shark Bay haben Talente, von denen andere Meeresbewohner nur träumen. Und die nirgendwo sonst je beobachtet wurden. Gemeint sind die einzigartigen Jagdtechniken, vor allem der weiblichen Tiere hier. Wir suchen Reggae. Die holt sich ihren Fisch mit Surfen. Ja, richtig gehört. Wir sind mit der Hoffnung hierher gekommen, dass wir einen dieser Delfine finden, die Aquaplaning oder intensives Stranden praktizieren. Dies leiden auf den Strand, wenn sie einen Fisch jagen. Ein Verhalten, das es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Die Ausrichtung dieser Strände ist für sie ideal, um im flachen Wasser einen Fisch zu jagen und dann den Sand hochzuschlittern. Etwa so muss man es sich vorstellen, wenn Beachsurferin Reggae mit Speed auf den Strand zudonnert. Als sie das erste Mal dabei beobachtet wurde, wie sie dieses unglaubliche Verhalten zeigte, war sie eine junge Mutter mit einem frisch geborenen Kalb. Sie musste damals etwa 13 oder 14 gewesen sein. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Mittlerweile ist das Tier Großmutter und Mitte oder Ende 40. Sie ist also eine Delfin-Oma und immer noch ein Raketenschiff, das Fische rauf und runter an den Stränden der Halbinsel jagt. Da, ein Delfin. Leider nicht Reggae. Dann wieder einer. Vielleicht ja auch ein Beachsurfer. Dieser Delfin will ins Fernsehen. Genau so geht's. Da kommt ein anderer. Ja, der da. Also los. Gleich zwei mögliche Beachsurfer rasen auf den Strand zu. Wie gut ist das denn? Inzwischen sind es sogar drei. Es fehlen vielleicht noch 50 Meter. Und dann passiert es doch nicht. Die Delfine drehen um und sind vom Boot aus bald nicht mehr zu sehen. Die Delfine sind ungefähr 10% ihrer Zeit sind sie an der Oberfläche. Ein ganz kleines Schlüsselloch, was wir da eigentlich haben. Wir müssen natürlich dann sehr kreativ sein, wie wir halt trotzdem Spitzenforschung machen können, auch wenn wir die Tiere nicht unter Wasser beobachten können. Aber es wäre natürlich, ich würde alles darum geben, wenn das hier die Möglichkeit, wenn es die Möglichkeit gäbe, aber man kann nicht alles haben, leider Gottes. Da ist Forschung unter Wasser möglich, im seichten, immer klaren Wasser vor der ägyptischen Küste. Angela Ziltener betont immer wieder, was das für ein Privileg ist. Nicht zuletzt, weil die Delfin die Nähe auch zulassen. Ich wüsste ja zu gern, wie sie uns wahrnimmt. Was es so denkt in so einem Delfinkopf. Die enormen kognitiven Leistungen von Delfinen lassen ein hohes Maß an Intelligenz vermuten. Um Intelligenz zu bestimmen, verglich die Wissenschaft früher meist die Größe des Gehirns mit der Körpergröße des Lebewesens. Delfine besitzen zwar weniger Hirnmasse als der Mensch im Verhältnis zur Körpergröße, dafür hat ihr Gehirn aber eine größere Oberfläche. Und die Struktur der Gehirne hat sich als das wichtigere Kriterium für Intelligenz erwiesen. Vor allem am Neokortex ist das Delfinhirn besonders stark gefaltet. Dieser wichtige Teil der Großhirnrinde steuert Denkvorgänge und ist zentral für Gefühle sowie das Ich-Bewusstsein. Kein Wunder, erkennen sich Delfine im Spiegel. Wie clever die Delfine sind, das wird mir Angela auf einem Tauchgang durch das Korallenriff zeigen. Wir tauchen zu einer Delfinapotheke. Das ist sie. Gorgonie heisst sie, eine Weichkorallenart. Wenn man sie berührt, sondert ihre Polypen Schleim ab. Der wirkt wie Hautcreme und hat sogar heilende Wirkung. An diesem Riff hat es viele Gorgonien. Und auch Delfine entdecken wir, die in der Apotheke unterwegs sind. Es gibt richtig Andrang. Wir haben herausgefunden, dass die Stoffe, die Korallen aussenden, dass die antibakteriell, antimikrobiell sind. Und eben somit auch können als Prävention
wirken jetzt für Hautausschläge oder einfach auch wirklich medizinisch in dem Sinn. Also wir haben von Self-Medicating Dolphins geredet. Das ist nicht nur die Buschgorgone, es sind eben auch die Lederkorallen und der Schwamm und auch die Hartkorallen, die ich dir noch versucht genau, das wäre gerade die nächste Frage oder? Die grosse... Ja, die Hirnkorallen. Hirnkorallen, ja. Das ist auch für die Delfine, für die Brustflossen. Ja. Oder für die Fluken auch wichtig. Also so ein bisschen wie wir würden die Fingernägel machen, dann sie die Brustflosse eigentlich so ein bisschen wie fielen. Aber ist es nicht auch bei dir manchmal so, wie häufig in der Wissenschaft, dann findest du irgendetwas raus, kommst erst die Antworten über, aber mit diesen Antworten geht auch wieder ein Haufen Fragen. Genau, also mit dem, was wir hier entdeckt haben, zuerst haben wir ja gar nicht an das. Das ist uns gar nicht in den Sinn gekommen. Erst, als wir gesehen haben, oh wow, was machen die Delfine überhaupt da? Wo wir gesehen haben, da die Buschgorgone und dann die Delfine da drüber gleiten. Wow, das ist ja urspannend. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, wieso machen sie das? Und wie weit weg wir eigentlich noch sind von, dass wir eigentlich noch immer noch wenig wissen von dem Ganzen. Und wahrscheinlich brauchen die Delfine noch ganz andere Sachen, wo einfach niemand weiss, weil wir einfach nicht fähig sind, ihnen den ganzen Tag zu folgen und zu schauen, was sie machen und auch in anderen Orten der Welt. Die Kanäle for Useless Loop. Hier hat die Uni Zürich eine zweite Forschungsgruppe stationiert. Auch dieses Team fährt täglich raus zur Delfinbeobachtung. Bald beginnt die Paarungszeit. Das macht die Verhaltensforschung erst recht interessant. Im wilden Westen von Shark Bay ist alles etwas anders. Die Delfine, das Wasser, die Artenvielfalt. Ich glaube, das ist ein anderes Jungtier. Und da ist noch ein anderes Tier, auf 3 Uhr. Warte mal, ist das ein Hai? Wir haben einen Hai. Ein Hammerhai. Bestimmt 2 Meter lang. Aber keine Gefahr für die Jungtiere. Er verschwindet. Wie gesagt, der Westen tickt anders. Gewissen Delfinen folgt die Crew aus der Luft. Wir gehen hoch. Das ist Drohnenverfolgung Nummer 2. 50 Meter voraus. Wir folgen Kai Pirinha und Sherman. Kai Pirinha ist ein altes Männchen und Sherman ist ein aufstrebendes Jungtier. Wir folgen also dem Größeren. Ich glaube, das ist Kai Pirinha. Ich bin immer bei ihm und es wäre großartig, Daten darüber zu haben, wie groß Kai Pirinha ist zum Zeitpunkt der Paarungszeit. Die Bullen sind bald bereit, sich zu paaren, und das erlaubt uns herauszufinden, ob sie Gewicht verloren haben während der letzten Paarungszeit. Ich habe ihn leider verloren. Teamleader Ricardo lässt seine Drohne auf 28 Meter steigen. Die Idealdistanz für gute Aufnahmen. Jetzt hat er auch Bulle Kai Pirinha wieder. Okay, Kai Pirinha kommt hoch in 3, 2, 1. Okay, 1 für Kai Pirinha. Kai Pirinha nochmals. Geradeaus. Noch eins für Kai Pirinha. Nun, was ich versuche, ist, 5 bis 10 klare Aufnahmen eines Tiers zu bekommen. Und aus denen wähle ich das Beste aus. Deshalb bleiben wir etwas länger dran. Um sicher zu sein, dass wir wirklich gute Bilder haben. Ups. Das hilft uns wirklich sehr beim Forschen. Man kann 30 Jahre lang draußen Delfine beobachten, aber mit der Drohne kannst du es einfach sehen. Du musst nicht draußen im Feld sein für 30 Jahre. Du kannst es hiermit einfach klar durchs Wasser sehen. Das ist 30 Jahre Erfahrung gegen 2000 Franken Technologie. Fantastisch. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf dem Wasser. Delfinforschung in Shark Bay ist ein schöner, aber harter Job. Und für den Teamleader dauert die Arbeit noch bis tief in die Nacht. Upload. Bilder hochladen und dann versuche ich,
So, jetzt geht's. Dann versuche ich, den besten Moment zu finden, wenn sie hochkommen. Das Bild wird dann klarer und knackig. Das hier sieht sehr gut aus. Von der Schnauzenspitze bis zum Schwanzende vermisst der Delfinforscher jedes einzelne Tier. Millimetergenau, auch in der Körperbreite. All diese Daten sind die Grundlage für Riccardo Cicciarellas großes Ziel. Die Entwicklung eines 3D-Modells, das körperliche Veränderungen bei Delfinen speichert. Und das von Forschenden abgerufen werden kann, dreidimensional und in Echtzeit. Das ist eine Technik, die man für ganz viele Themen verwenden kann. Das ist erst ein Kapitel meiner Doktorarbeit. Man kann damit definitiv bestimmen, wie sich vor oder nach einer Hitzewelle die Körperstatur eines Delfins verändert. Oder wie sie aussieht, wenn Delfine viel oder wenig Beute finden. Es kann für alles Mögliche eingesetzt werden. Bis sein 3D-Modell fertig ist, wird Riccardo noch manche Nacht durcharbeiten. Zurück im Osten von Shark Bay. Wir haben in Cape Perron noch eine Rechnung offen. Wir suchen Reggie, ein Delfinweibchen, das sich seine Beute beim Strandsurfen schnappt. Vor ein paar Tagen hat sie uns versetzt. Aber vielleicht kommt es heute zum großen Beach-Spektakel. Leider haben wir Wellengang und starke Winde. Nicht gut. Das hält Delfine oft von den Stränden fern. Aber wer will denn schon klein beigeben? Wir harren aus. Wir hoffen es natürlich immer. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Bedingungen sind leider halt nicht ideal. Deswegen, wir können es versuchen. Ja, vielleicht haben wir ja Glück, aber es ist etwas schwierig heute. Von Reggie weit und breit keine Spur. Aber dann kommt plötzlich Bewegung in die Sache. Dort drüben ist sie. Und tatsächlich, das ist Reggie, die Surferin. Hast du ein paar gute Bilder? Ich glaube schon. Komm, zeig dich. Und wie sie sich zeigt. Beachsurferin Reggie taucht nicht allein auf. Sie hat ihre Tochter Dubstep dabei. Gut möglich, dass Reggie der Kleinen ihre unvergleichliche Jagdtechnik vorzeigen will. Die Kälber lernen das von den Müttern und die lernen das sehr früh im Leben. Die müssen halt wirklich in den ersten 2-3 Jahren, bevor sie von der Mutter entwöhnt werden, müssen die Kälber aufs Leben vorbereitet werden. Und wir sehen auch sehr häufig, dass die Kälber halt wirklich dann bei der Mutter dabei sind. Doch Reggie schlägt uns schon wieder ein Schnippchen. Sie dreht ab und taucht unter. Kein Beachsurfing, auch heute nicht. Also ist schade, sie kam rein und wir dachten, sie kommt eventuell zum Strand hier unten hin. Ist wahrscheinlich schon voll gefressen, hat genug gefressen heute. Und wie gesagt, das Wetter war ja auch nicht so doll. So geht's halt manchmal. So Tage passieren immer wieder halt, aber wir haben es halt schon gesehen. Simon, ich glaube, du hast das schon mal gefilmt. Können wir uns das mal ansehen auf deinem Handy? Besser so als gar nicht. Denn was Delfin Reggie hier gleich zeigt, gibt's wirklich nur in Shark Bay. Okay, hier sehen wir Reggie mit Speed den Beach entlang schießen. Und wenn man genau schaut, sieht man die Meeresche. So heißt der Fisch, dem sie im untiefen Wasser nachjagt. Sie bremst kurz ab und beschleunigt dann wieder. Und jetzt schaut, voll auf den Strand. Dann wackelt sie zurück ins Wasser. Sie hat die Meeresche nicht erwischt, die ist immer noch beim Strand. Delfin Beach Surfing in Cape Perron. Das sind unvergessliche Momente. Deswegen liebe ich es auch selber, Forscher zu sein. Für meine Doktorarbeit habe ich mich ja um die Kooperation bei männlichen Delfinen gekümmert. Und auch daraus ist dann die Frage entstanden, als ich die Daten mir ein bisschen anders angeschaut habe, haben Delfine Kultur, benutzen sie Werkzeuge? Und dann haben wir halt gesehen, als wir diese marine Hitzewelle gegeben hat, dass wir halt einen Datensatz hatten, der von vor der marinen Hitzewelle war und von nachher. Und dann haben wir einfach die Frage gestellt, hat diese Hitzewelle negativen Ausgang auf die Delfine gehabt? Und wir können das im Grunde nur machen, weil wir halt diese Langzeitdaten von den Delfinen hier
haben. Also weltweit sind wir eigentlich das einzige Forschungsprojekt, das fast wirklich 40 Jahre sehr intensive Daten von diesen Delfinen hat. Für die beiden erfahrenen Delfinforscher ist die Zeit hier zu Ende. Michael Krützen kehrt zurück zu seinem Lehrstuhl in Zürich. Simon Allen zu seinen Aufgaben an der Uni Bristol. Jahr für Jahr holen sie sich in Shark Bay Inspiration und Ideen für neue Forschungsprojekte mit den wohl spannendsten Delfinen der Welt. Wir haben schon wieder ziemlich Aufregung. Der Massimo hat etwas entdeckt. Das hat jetzt sehr schnell müssen gehen. Ich kann kurz zusammenfassen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sie sieht, wie Delfine jagen. Und tatsächlich, schau, da kommt einer. Delfine sind fantastische Jäger. Aber nicht nur wegen ihren guten Augen. Sie holen sich ihre Beute auch noch anders. Delfine können Schallwellen aussenden, die die Umgebung scannen. Erzeugt werden die Schallwellen in einem Organ an der Stirnseite des Kopfes, der Melone. Sobald die Schallwellen auf ein Objekt treffen, werden sie zurückgeworfen. Empfänger der Schallwellen ist der Kieferbereich des Delfins. Von dort werden die Informationen über das Innenohr zum Gehirn geleitet. Das Gehirn interpretiert sie und setzt daraus ein 3D-Bild zusammen. Der Scan dauert nur Bruchteile von Sekunden und funktioniert perfekt. Selbst im Sand des Meeresbodens und bei völliger Dunkelheit. Ich habe einen Delfin mit einem Parrotfish im Maul gefilmt. Parrotfish in dem Mouth. Ein Parrotfish, das ist ja ein Papageienfisch. Ja. Die sind gewöhnlich am Riff, nicht im Tiefen. Das ist jetzt wieder genau das, oder? Ja. Es gibt jedes Mal einen Haufen neue Fragen. Ja, genau. Ist es ein verletzter oder toter Fisch gewesen, oder haben sie ihn bis da rausgejagt? Vielleicht findet Angela irgendwann raus. Jetzt folgen wir einer Mutter und ihrem Kalb. Und rund um uns herum hat es noch einen Haufen andere Tiere von dieser Gruppe. Es fühlt sich an wie ein Tanz mit ihnen durchs Riff. Wo die Gruppe loszieht, sehe ich Angela Delfin-like nachschwimmen. Sie taucht in einer anderen Liga. Ich gehe rauf. Nein, die sind im Fall, die sind, glaube ich, bis raus. Ich bin denen nicht mehr nachgekommen. Angela schwimmt noch ewig lang mit ihnen durchs Riff, bis ihre Luft langsam knapp wird. An der Riffkante zum offenen Meer ist auch für sie fertig. Mehr geht einfach nicht. So etwas erleben auch sie zwei nicht jeden Tag. Wie war es? Du hast wieder mal dein typisches Lachen auf dem Gesicht. Du kannst gerade reinfahren. Ja. Ups. Geht's? Ja, jetzt ist gut. Es war mega spannend. Mega spannend. Weil sie haben uns zuerst begrüßt und machen genau das, was wir immer erwarten. Jetzt, okay, wir sind jetzt da, wir gehören zu dieser Gruppe. Und dann haben sie uns wirklich durchs Riff geführt. Das Korallenriff geht ja nachher noch so runter in die Tiefe. Und sie sind, hast du dann wirklich auch die Kanten haben sie uns gebracht? Ins tiefe Blau. Und dann haben wir, okay, Massimo und ich haben gesagt, okay, jetzt stoppen wir. Weil ja, jetzt geht es runter. Nachher haben wir schon ein bisschen rauf. Und sie sind ins tiefe und dann sind sie wieder unten raufgekommen und wieder zu uns. Also wirklich so fast, hey, kommt mit. Ja, und das hat mir irgendwie so, ich hatte das so wie, hey, ich würde so gerne mit euch mitkommen.
Aber ja, wir sind einfach ein bisschen mit dir. Ja, es hat mir einfach so weh da irgendwie einfach. Weil das ist genau der spannende Punkt. Was machen sie jetzt, ja, oder? Ja. Schade, irgendwie genau mit so einem Geheimnis. Und dann muss man abbrechen, weil einfach die Sonne, das Licht, alles Zeit. Gut. Auf jeden Fall fährst du heute sicher mit einem Lächeln in so einen Untergang nicht. Genau, auf jeden Fall. Sehr schön. Delfin. Was für überraschende, clevere Tiere. Dank Schweizer Forschung hat man in den letzten Jahren immer mehr Rätsel entdeckt und entschlüsselt. Aber die Forschung braucht es auch, um ihre Not aufzuzeigen, ihren dringend nötigen Schutz zu fördern. Dass es so magische Momente auch in Zukunft noch gibt. Man weiss einen Haufen noch nicht, aber moderne Technik und ein Schatz an Langzeitdaten zeigen, sie haben so viel gemeinsam mit uns. Und in ihrer Sozialstruktur, in ihrem Werkzeuggebrauch, in der Art, wie sie miteinander kommunizieren, sind sie wirklich den Menschen viel, viel ähnlicher, als man das wirklich noch so vor 20, 30 Jahren gesehen hätte. Vielleicht darum fasziniert es dermassen. Das habe ich bei meinen Tauchgängen immer wieder erlebt. Sie kommen einem nicht nur nach, sondern gehen einem auch nach. Die Tiere sind so, ja, viel mehr, dass man wahrscheinlich denkt. Einfach auch, ja, die Verbindung, die wir haben. Und die haben einiges gut von uns. Bevor es zurück in die Schweiz geht, geht es jetzt nochmal zurück ins Wasser zu den Delfinen. Und wenn du jetzt ein anderes Abenteuer willst, nämlich eins mit Hai auf Fidschi, 30 Bullenhaien, 30 Meter Tiefe, eine riesen Experience. Viel Spass beim Schauen. Einstein wurde Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X.